Sehr gut. So, meine Freunde, ich werde jetzt zuerst einmal zu Bu gehen. Öffnen bringt mir nichts. Ich werde erst nicht öffnen. Ich werde erst einmal zu Bu gehen, weil ich habe ja nicht genug Geld. Und dem guten... Warte mal kurz, wer ist denn am nächsten dran? Warte mal, habe ich Nein gedrückt? Habe ich jetzt ernsthaft Nein gedrückt? Ich wollte mir die Karte ansehen. Ich wollte mir die Karte ansehen. Ich habe nicht Nein gedrückt. Super. Ich habe bei einem Buklau gesagt, nö. Das ist das Dümmste, was ich in Mario Party jemals gemacht habe. Nee. Das Dümmste, was ich jemals gemacht habe, ist bei einem Stern Nein zu sagen. Das ist das Dümmste. Aber das war fast genauso dumm. Was ich aber gut finde, ist, Mario begibt sich auf ein Battlefeld. Und da habe ich die Chance, meine ganzen verlorenen Münzen wieder zu ergattern. Und das will ich auch tun. So, es geht um 10 Münzen. Insgesamt geht es um 40 Münzen. Und wir spielen hoffentlich Grabbeltüte, Pilzbagger. Okay, gut. Ein Spiel, wo ich jetzt nicht sonderlich gut bin. Aber ich werde mich explizit auf die goldenen Pilzen konzentrieren. Denn da sind auch schon 2. Okay. Ah, verdammt! Habt ihr gesehen, wie knapp das war? Ach, scheiße. Ich habe wirklich viel Pech in dem Spiel. Komm, du gehörst mir. Ach, Mann, das kann doch nicht wahr sein. Jetzt habe ich 3. Luigi hat, glaube ich, die goldenen bekommen. So. Ja, wenigstens bekomme ich viel von den normalen. Aber trotzdem bin ich Dritter. Nur weil ich diesen scheiß goldenen Pilz nicht bekommen habe, weil der Bagger so verbuggt ist. Got it? Bagger verbuggt. So. So. Nee, warte mal kurz. Ich bin Zweiter? Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Bekommen zum Glück auch ein bisschen Münzen. Das ist ein Profit von 2. Das ist ein bisschen lame. Aber immerhin etwas. So. Es geht weiter mit dem guten Luigi. Der, ich glaube, den Fragezeichenstern bekommen wird. Weil er ja die ganze Zeit in diesem... Weil er... Ich kann nicht mehr richtig reden. Weil er die ganze Zeit in diesem Kreis ist. Und er würfelt eine 6. So, alles klar. Er befreit sich aus dem Kreis, aus dem Teufelskreis. Und es... Bowser Start, WTF. Ach so, scheiße, Mario hat... Gut, aber das ist nicht so schlimm. Nee, doch, das ist schlimm. Weil ich glaube, da bin ich. Und er darf ja 3-mal würfeln. Das bedeutet, ich bin gescrewt. So, 17. Nee, ich hab Glück. Er geht direkt von meiner Nase nach rechts. Wobei, ich habe das Gefühl, er schafft es dennoch, Mario zu kriegen. Das ist gut. Muss dann alle mit... Oh, bei Bowser muss man alle Münzen abgeben. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Gut, alles klar. Es heißt wieder alle gegen alle. Und diesmal, meine Freunde, spielen wir Feuerseil. Wunderbar, Fraps funktioniert noch und jetzt spielen wir ein wenig mit dem Feuer. Ha, versteht ihr? Best Überleitung ever. Und blaues Feuer ist, by the way, heißer als rotes Feuer, aber das wissen die meisten von euch. So. Und Jump. Und Jump. Und Jump. Mein Kommentatorstil ist epic. Und Jump. Jetzt wird's rot. So, jetzt bin ich mal gespannt, wer als erster stirbt. Ich hoffe, die anderen. Wobei es natürlich auch vorgekommen ist, dass ich mich ebenso blöd anstelle. Vor allem bei den CPUs, die auf hart gestellt sind. Wobei die eigentlich gar nicht so schwer sind, sondern viel mehr Glück haben, als die CPUs, die auf normal sind. Und Jump. Und Jump. Langsam wird's lame. Wollt ihr nicht langsam sterben? Bitte. Wird's auch mal wenigstens schneller. Ach, danke. Das Spiel ist lame, wenn die anderen so gut sind. Ja, super. Ich wusste, dass ich als erster sterbe, weil ich so einen behinderten Fehler gemacht habe. Und Luigi gewinnt. Aber das macht nichts. Ich glaube, Luigi ist diesmal nicht so schlimm wie in den anderen Runden. Deswegen gönne ich es ihm ausnahmsweise. Nee, warte mal kurz. Er hat 52 Münzen. The fuck? Okay, ich gönne es ihm nicht mehr. So.
Oh nein, ich muss in den Kreis des Todes. Scheiße. Jetzt bin ich bei diesem komischen Grünkäppchen. Wie dem auch sei, ich habe meinen Skeleton-Schlüssel. Ich werde derjenige sein, der als nächstes den Pilz bekommt. Zumindest hoffe ich das. Es wär aber auch nicht so tragisch, wenn ich das nicht schaffen würde, denn ich habe ja meine 3 Sterne, die anderen haben nichts. Luigi kommt raus. Und Wario ist dran. Wie viele Runden sind das eigentlich noch? Wir sind bei Runde 13. Okay, es sind noch 7 bis 6 Runden. Und wir spielen alle gegen Mario. Bob ob Mangriff. Alles klar. Bada bada bam. Der Spieler, der die Wand muss. Ja, ja, wir wissen Bescheid. Wir kennen das Spiel ja. Zu gut. Gut, das wird für mich jetzt eine kleine, aber feine Schwierigkeit. Wegen Tastatur-Handicap. Aber vielleicht schaffe ich das ja trotzdem. Wobei, nö. Tue ich nicht. Ach, verdammt. Ich muss stark werfen. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. Und Mario scheint bemerkt zu haben, dass ich mit Tastatur spiele. Und kommt deswegen extra zu mir, der Ekelhafte. Ah, verdammt. Der letzte Wurf von Wario war nicht so schlecht. Der hätte vielleicht treffen können, aber letztendlich hat Mario gewonnen. Das macht aber nichts. Ich habe trotzdem die meisten Minispiele gewonnen. So, 4, 1, 2, 3, 4. Und auch ich komme aus dem Teufelskreis raus. Jetzt will ich aber aufpassen, denn ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem, ja, nicht geistig, sondern im Spiel, dass wenn Luigi zu Boo gelangt, er die Möglichkeit hat, mir einen Stern zu klauen. Denn er hat genug Münzen dafür. Das wäre mein größtes Problem. Luigi wird wahrscheinlich auch den Fragezeichen-Stern bekommen. Das würde bedeuten, wir hätten zwei, also wir hätten beide 2 Sterne. Und da kann ich nicht sagen, wer gewinnt. Alle geben dir 20 Münzen. Na super! Hast du toll gemacht. So. Es geht weiter mit Luigi, der eine 5 würfelt. So, mein Freund. Du hast eine Möglichkeit, zu Boo zu gelangen. Du müsstest dafür aber nach rechts gehen. Gut, er geht ja automatisch nach rechts. Dann müsste er nochmal nach rechts gehen, dann nach unten und dann immer weiter nach links. Und dann, ja, hätte er bestimmt seine 50 Münzen gehabt. Und hätte die Möglichkeit, mir einen Stern zu klauen. Aber das lasse ich nicht zu. Ich werde jetzt alles tun, damit Luigi nicht genug Münzen hat. Damit er Münzen verliert. Aber dazu müsste ich auf ein Battlefield kommen. Alle gegen den Seelenklempner. Und wir spielen Zapduster. Und da hat Mario keine Chance. Denn bei dem Spiel bin ich gut. Zumindest der, als der eine Glühbirne in der Hand hat. Start! Komm, na komm! You fail! You fail! Okay, jetzt bin ich allein. Jetzt bin ich alleine mit dem Wahnsinnigen. Scheiße. Scheiße. Da weißt du gar nicht, wo er ist, wenn es dunkel ist. Gut. Noch bin ich relativ gut. Aber in den letzten Sekunden könnte er noch richtig abgehen. Oh, habe ich Glück gehabt. Wenn ich jetzt einmal gesprungen hätte, tot. In der allerletzten Sekunde habe ich es nochmal geschafft. So, das gibt 10 Münzen. Irgendwie verliere ich hier die ganze Zeit Münzen. Langsam nervt es mich. Bowser-Parade, yay! Und es ist nichts passiert. So. Eine 7. Wann kommen denn die letzten 5 Runden? Oh, ich habe die Möglichkeit, ein Item zu gewinnen. Aber da ich bereits ein Item habe, kann ich das nicht spielen. Super! Und da wäre vielleicht eine Zauberlampe gewesen. Arrgh! Ich bin echt kurz davor. Mein.
meinen Schlüssel wegzuwerfen. Weil ich irgendwie nicht das Gefühl habe, dass ich noch in den letzten 5 Runden irgendwie noch dahin gelange. Sieht ganz schlecht für mich aus. So. Oh mein Gott, das dauert immer so lange mit dem Umleiten oder nicht umleiten und diese Parade macht überhaupt gar keinen Sinn. Niemand will das und es ist langweilig. Das ist das Einzige, was ich zu bemängeln habe an dieser Karte. Jedes Mal, wenn man auf diesem Feld ist, möchtest du? Nee, aber wenn die dann Ja sagen, dann dauert es 1000 Jahre, bis es weitergeht. Ja, ihr merkt schon, ich bin ein ungeduldiger Mensch. So, weiter geht's mit Tiefseebergung, yay! Da, meine Freunde, können wir noch so richtig abstauben. Und das ist mein Anliegen. Ich will ganz viel Geld sammeln, damit ich die Möglichkeit habe, entweder einen Stern zu klauen. Ach nee, kann ich ja gar nicht. Die anderen haben keinen Stern. Oder hat Luigi einen Stern? Ich weiß es gerade nicht. Damit ich die Möglichkeit habe, mir einen Stern zu leisten bei Toad. Einen Schlüssel habe ich ja. Aber nicht genug Geld, um mir einen Stern zu leisten. Zumindest noch nicht. Oh yeah, die Säcke gehören mir. Ach, verdammt. Das ist wirklich scheiße gerade. Naja, 14. Lässt sich was mit anfangen. So, das war ein Spiel, wo jeder ein Gewinner ist. Ist das nicht toll? Nein. Nein, ist es nicht. Denn Luigi hat wieder seine 55 Münzen und hat die Möglichkeit, mir einen Stern zu klauen. Und das kann und will ich nicht zulassen. So, wer gewinnt? Na, was glaubt ihr? Was? Mario, dein Erzfeind? Willst du mich verarschen? Du bist auf der Seite von deinem Erzfeind? Erzfeind meine ich. So, weiter geht's. Die letzten 5 Runden, meine Damen und Herren. Es wird spannend. Meine Wenigkeit ist dran. Bitte keine kleine Zahl. Ach, gut, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Ich habe gesagt, keine kleine Zahl, da ich nicht wollte, dass... Warum habe ich das jetzt gemacht mit der Parade? Yay, ein Battle. Endlich, ich habe die Möglichkeit, meine Münzen zurückzuerobern. Geil.